Lippentriller sollte man unbedingt beherrschen. In jedem klassischen Konzert kommen Schluss- und Kadenztriller vor, kurze Pralltriller oder andere Naturtonverbindungen, die man mit den Lippen und der Luft gestalten muss. Außerdem waren sie aus der Historie heraus mit dem Naturhorn nicht anders spielbar. Natürlich hilft am Anfang rhythmisches Wechseln der beiden Trillertöne mit ansteigendem Tempo, um den Lippen ein Gespür zu geben, wo die Obertöne liegen und wie viel Veränderung der Spannung es braucht, um den Tonwechsel zu vollziehen. Aber auch das direkte Lostrillern muss geübt werden, denn meistens haben wir nicht die Zeit und es passt musikalisch auch nicht, einen Triller langsam zu starten. Da hilft es erstmal, einen Praller zu trainieren und diesen zu erweitern. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch auf den anderen Tönen machen. Ich benutze jetzt das leere F-Horn, um diesen C-D-Triller vorzumachen. Wenn man im Stück an eine Trillerstelle kommt, hilft mir immer der Gedanke, den Turbo zu zünden. Also eine extreme Beschleunigung der Luft, wenn der Triller startet. Wer Mario Kart kennt, weiß, was es heißt, einen Pilz zu finden und diesen zu essen. Zusätzlich zu diesem Turbo denke ich während des Trillers auch immer an die Note zwischen den beiden Trillernoten bei einem Ganztontriller. Wenn ich also von diesem C-D-Triller ausgehe, habe ich im Kopf das Cis, das dazwischen liegt. Jetzt habe ich auch etwas langsamer gestartet und kam dann irgendwann in den natürlichen Triller rein. Wenn ich mir jetzt das Ende eines Mozart-Konzertes mit dem Schlusstriller anschaue, versucht nochmal zu erkennen, wie der Luftturbo gezündet wird mit Beginn des Trillers. Noch ein letzter Tipp von mir. Spielt oder übt den Triller länger, als er im Endeffekt ist. Meistens verliert man nämlich die Luftführung und den Turbo am Ende des Trillers. Und ab Schlag 3 hört die Luft auf zu fließen. Wenn ihr ihn im Ernstfall also 4 Schläge braucht, dann übt ihn 6 Schläge lang. Dann habt ihr die Luft nach 4 Schlägen noch voll da und könnt ohne Stress den Abschlag spielen. Dann habt ihr einen wunderbaren Lippentriller. Jetzt habe ich ihn 6 Schläge geübt und im Ernstfall, wenn ihr dann nur 4 braucht, habt ihr ihn bis zum Ende sicher.